Hallo, ich bin Jennifer Back, Redakteurin bei der Rheinpfalz hier in Neustadt und ich nehme euch heute mit auf die 5,5 Kilometer lange Wanderung hoch hinauf zum Schloss. Wir starten hier beim Elvetritsche Brunnen und los geht's. Schön hier bei uns. Wir gehen jetzt durch die Innenstadt, sind hier an der relativ neuen Anlage Wasser in die Stadt vorbeigelaufen. Und jetzt geht's ab zum Marktplatz, wo auch einiges los sein wird während des Demokratiefests. Wir sind jetzt in der Kunigundengasse. Das ist Kunigunde. Die hat eine sehr große Bedeutung für Neustadt und es heißt, dass sie damals im Erbfolgekrieg dafür gesorgt hat, dass Neustadt von den Kriegsschäden verschont bleibt, weil sie sich in einen General verliebt haben soll. Das Ganze ist natürlich nur eine Sage. Wir gehen jetzt zum Barbecue, wir bleiben einfach hier. Hier. Wir sind gerade den Treppenweg hochgelaufen. Wie viele Stufen es genau sind, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall beschwerlich. Deshalb erstmal Prost. Da ist übrigens nur Wasser drin. Nein, in dieser Fahne. So wie man es liest. Schwarz, Rot, Gold. Also von oben nach unten. Ja, so ist gut. Und die Farben sind von oben nach unten. Es sieht ja ganz anders aus als die anderen deutschen Fahnen. Diese Fahne konnte nur quer genäht werden. Wie hätte ich sonst Deutschlands Wiedergeburt draufsticken sollen? Wenn Sie diese Fahne nicht nehmen, werden Sie gar keine Fahne haben. Und eines sage ich Ihnen, Herr Abresch. Wir haben unsere ganzen Gefühle und guten Gedanken in diese Fahne hineingenäht. Und das macht sie zur Freiheitsfahne par excellence. Wir haben hier einen ganz besonderen Gast. Wenn Sie sich einmal vorstellen würden. Mein Name ist Regina Wirth. Ich bin die Witwe des Rechtsgelehrten und Journalisten Dr. Johann Georg August Wirth. Ich freue mich sehr, hier heute dabei sein zu dürfen. Und es war nicht umsonst, dass wir damals für die Demokratie gekämpft haben, denn Demokratie gibt es heute immer noch und das ist so, so wichtig. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Es ist also nicht Ihr einziges und erstes Demokratiefest? Nein, ich war original 1832 auch schon dabei. Ich habe das alles miterlebt mit meinem Mann. Was war das Besonderste? Die Menschenmenge, die Reden, das war das Besondere. Mal dabei zu sein, zu hören, wie man reden will, über Demokratie, über Mitbestimmung, über eine Pressefreiheit. Das war einfach großartig damals. Und Sie glauben, es war nicht umsonst? Es war nicht umsonst. Wir mussten hart dafür kämpfen. Aber wenn ich jetzt sehe, es gibt die Demokratie, dann haben wir nichts falsch gemacht. Super, vielen Dank. Dankeschön. So langsam nähern wir uns dem Hambacher Schloss. Der Weg war wunderschön, nicht immer ganz einfach zu beschreiten, aber was sollen wir sagen, wir machen es natürlich gerne, auch im Sinne der Demokratie. Ich glaube ja, dass die Aussicht damals genauso schön war. Wir haben es geschafft. Nach einigen Stationen auf dem Weg hier hoch aufs Schloss sind wir endlich da, an der Wiege der Demokratie. Jetzt gehen wir nochmal hoch und gucken uns vielleicht auch noch die Dauerausstellung an, die ja jetzt neu gestartet ist. Wir freuen uns, Sie auf unserem Fest begrüßen zu dürfen.
Wer am Fuß des Schlosses angekommen ist, der hat es natürlich noch nicht wirklich geschafft. Dazwischen ist nochmal ein steiler Weg und nochmal ein paar Treppen. Aber jetzt sind wir oben. Jetzt gucken wir uns erstmal die Fahne an, die Urfahne. Da ist sie, die erste deutsche Fahne. Sie sieht ziemlich vergilbt aus, aber von ihrer Wirkung hat sie einfach nichts eingebüßt. Das ist der totale Wahnsinn. Das macht ein bisschen sprachlos. Nicht der Sturm despotischer Gewalt, die vernichtet. Dr. Siebenpfeifer spricht. Hier kann man sich die Reden anhören, die damals gehalten wurden. Und abgesehen davon, so ein schmucker Hut tut doch auch ganz gut.